Süße Ankündigung von Renata und Valentin Lusin. Die Let's Dance Stars wollen Eltern werden. Seit 2003 sind die beiden Profitänzer sowohl privat als auch beruflich ein Paar. Gemeinsam schweben sie seitdem über das Parkett und gewinnen mehrere Landesmeisterschaften. Auch privat funkt es. Und wie? Im Mai 2014 geben sich die Sportler im Schlossstück im Rheinland das Jawort. Jetzt feiern sie schon ihren 7. Hochzeitstag. Zu diesem Anlass widmet die Russin ihrem Liebsten liebevolle Zeilen auf Instagram. Zu den Fotos ihrer Trauung schreibt sie unter anderem: Mit dir die Welt zu entdecken und so viel zu erleben ist der Wahnsinn. Mein größtes Glück ist, mit dir einzuschlafen und aufzuwachen. Du bist nicht nur bester Ehemann der Welt, sondern auch bester Freund und Liebhaber. Ihren Post schließt die Let's Dance-Siegerin mit einer besonders tollen Ankündigung ab. PS, und ja, wir wollen in den nächsten Jahren auch Kinder. Dass sie eines Tages Eltern werden wollen, machen sie schon im April 2019 gegenüber Promiflash deutlich. Auf Nachwuchs angesprochen, betont das Paar: Auf jeden Fall, demnächst, aber wir wissen es noch nicht wann, aber so in den nächsten Jahren wird es auf jeden Fall passieren. Wir möchten auf jeden Fall Familie haben. Wir möchten auf jeden Fall Familie haben. Bald, das werdet ihr erfahren. Bei einem Kind soll es dann aber nicht bleiben. Auf jeden Fall mindestens zwei. Ein gemeinsames Baby würde Renata und Valentins Liebesglück krönen. Seit 18 Jahren sind die brünette Beauty und ihr Mann schon ein Paar. Renata ist gerade einmal 16, als sie und Valentin sich ineinander verlieben. Damals suchen ihre Eltern für ihre Tochter einen Tanzpartner und finden ihn in dem jungen Valentin. Für ihre Tanzkarriere zieht Renata dann von Russland nach Deutschland. Sofort funkt es zwischen ihr und ihrem späteren Ehemann, wie sie in einem Interview erzählt. Wir saßen abends im Zimmer, das war am zweiten Tag, und dann sagte er: würdest du mich küssen? Und ich so: okay. Auch der 34-Jährige erinnert sich gerne an ihre Anfangszeit zurück. Da hat es irgendwie ziemlich schnell zwischen uns gefunkt. Und dann hatten wir uns mit Augenkontakt gesagt: ja, wir probieren das jetzt einfach mal. Und es hat funktioniert. 18 Jahre später rückt der Kinderwunsch bei den TV-Bekanntheiten immer mehr in den Fokus. Ganz so bald werden die beiden ihre Fans und Freunde mit der frohen Botschaft wohl aber nicht überraschen. Denn Promiflash hackt bei der 33-Jährigen nach. Müssen die Let's Dance-Zuschauer wegen ihres Kinderwunsches bald auf sie verzichten? Die Zeit wird es zeigen, aber nächstes Jahr noch nicht, betont sie Anfang des Jahres. Scheint ganz so, als würden Renata und Valentin ihre Kinderplanung ganz locker angehen.